Welche betrieblichen Versicherungen braucht man als Selbstständiger? Um den passenden Versicherungsschutz für sich zu finden, muss man sich zuerst darüber Gedanken machen, welche branchentypischen Risiken mit der geplanten unternehmerischen Tätigkeit einhergehen. Für jedes Risiko ist zu überlegen, welche Auswirkungen kann es haben, sprich wie kostspielig oder gar existenzgefährdend ist es. Nutzen Sie eine Checkliste oder stellen Sie selbst eine auf, um die Risiken in die Kategorien hoch, mittel und gering einzustufen. Faustregel: Hohe und vor allem existenzbedrohende Risiken gilt es zu versichern. Kleine Risiken kann man selbst tragen. Jedes Unternehmen hat allgemeine und spezifische Betriebsrisiken, je nach konkretem Tätigkeitsfeld, der jeweiligen Produktpalette oder dem Dienstleistungsangebot. Am besten ist es, sich über die typischen Risiken der Branche und die zur Verfügung stehenden Versicherungsoptionen zu informieren, zum Beispiel bei Branchenverbänden, einem Versicherungsberater oder im Internet. Beim Versicherungsvergleich sollte man sehr sorgfältig vorgehen und auf jährliche Kündigungsfristen, Prämien und abgedeckte Risiken achten. Praxistipp: Manche Branchenverbände bieten ihren Mitgliedern besondere Gruppenkonditionen für Versicherungen an. Das bedeutet, dass man als Mitglied die Möglichkeit hat, durch eine Rahmenvereinbarung einen Sondertarif zu nutzen. Stichwort Pflichtversicherungen. Prüfen Sie auf jeden Fall auch, ob neben der Pflichtversicherung in der gesetzlichen Unfallversicherung für Ihre Mitarbeiter auch eine Versicherungspflicht für Sie selbst als Unternehmer besteht. Was zählt nun in den meisten Fällen zu den Hauptrisiken und wie kann man diese absichern? Für Existenzgründer ist die Betriebs- oder auch Berufshaftpflichtversicherung eine der wichtigsten Versicherungen, denn eine Haftung für Schäden gegenüber Dritten darf in keinem Unternehmen fehlen. Tipp: Da die Erstellung von Policen oft länger dauert, fordern Sie ab dem Tag der Antragstellung eine schriftliche Deckungszusage an. Für bestimmte Berufsgruppen ist diese für die Berufszulassung zwingend nötig. Da die Ausstattung der Geschäftsräume sowie Vorräte und Waren oftmals einen Großteil des Unternehmensvermögens darstellen, sollten eine Inhaltsversicherung und eine Gebäudeversicherung nicht fehlen. Sie decken Schäden durch Feuer, Wasser und Diebstahl ab. Nicht vergessen, der beste Schutz vor Risiken ist das Erkennen und Eindämmen von Gefahren. Schadensverhütung spart in jedem Fall Geld. Und, alles klar?